Meine Lieben, ich bin jetzt wieder in der Arbeit jeden Tag und bin da einen ganzen Tag von früh bis spät und muss von morgens um 8:30 die ersten Kunden begrüßen. Es sind Patienten in der Apotheke und viele kenne ich schon überall. Und viele kennen mich auch schon. Ich hoffe, ich mache das einigermaßen gut. Ich gebe mir Mühe zumindest. Und am Abend komme ich jetzt noch heim, muss alles wieder installieren und kann dann weitersenden. Und ich habe nur wenige Sekunden Zeit, jeden Abend, um ein paar Gedanken anzuregen. Heute wollte ich den Gedanken anregen. North Stream 2, die große Pipeline. Ich finde es unverantwortlich, ein Projekt, das zu 90% fertiggestellt ist, jetzt zu stoppen. Ich weiß nicht, was Donald Trump denkt und warum der Druck aus Amerika noch so groß ist, dieses Projekt abzubrechen. Ich kann mir vorstellen, dass der Druck dort gar nicht mehr so hoch wäre, vielleicht, aber die Bundesregierung dies vorspiegelt durch Medienberichte, dass wie damals bei Helmut Kohl, der Helmut Kohl wurde entlarvt durch Michail Gorbatschow. Er hat damals die Restitutionsverträge unterschrieben, ohne Not und hat das ganze Gebiet preisgegeben auf unbestimmte Zeit und das Ganze aufgeschoben, obwohl der damalige amerikanische Präsident und Michail Gorbatschow zugesagt hatten, Deutschland in die Freiheit zu entlassen. Und jetzt mache ich dieses Video kurz. Ich sage nur bitte nachdenken. Und den Kanal abonnieren. Ihr werdet mehr erfahren über die Wahrheit in der Welt.